Wir haben eine der besten deutschen Schauspielerinnen bei uns hier im Studio 3 Wohnzimmer. Heute im Studio 3 Hjördis Triebel. Vielfach ausgezeichnete Schauspielerin mit großer Liebe zu ihrem Beruf und zum Nachbarland Frankreich. Ihre Wurzeln hat die zweifache Mutter in Ost-Berlin. Von der Modewelt der DDR handelt ihr neuester Film in einem Land, das es nicht mehr gibt. Hjördis Triebel spielt eine Fabrikarbeiterin. Na klar, ich bin Natur. Ich kann auch nackt gehen. Ihr Spiel immer überzeugend und glaubwürdig. Als Mutter, als Bäuerin, als Busfahrerin oder als kämpferische Kommunistin in Babylon, Berlin. Hjördis Triebel ist vielseitig, erfolgreich und dabei bodenständig geblieben. Eines der großen Ausnahmetalente im deutschen Film. Jetzt im Studio 3. Schön, dass du heute bei uns bist, Hjördis. Ich freue mich auch sehr und vielen Dank für diesen Einspieler. Ja, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist und du warst gerade sehr berührt. Ja, weil es man selber bekommt es ja gar nicht so mit. Ich liebe meine Arbeit, aber wenn dann andere plötzlich so über einen sprechen und dann auch, wie viele Jahre ich jetzt doch schon dabei bin, wie viele Filme ich schon gemacht habe, ich finde es sehr berührend. Also es bedeutet mir einfach auch sehr viel. Und auch in deinem neuen Film spielst du eine großartige Rolle. Der neue Film In einem Land, das es nicht mehr gibt, hast du auch gesagt, das ist einer deiner Lieblingsfilme. Was ist daran so besonders? Daran ist besonders, dass er natürlich auch einen Teil meiner eigenen Geschichte erzählt. Mhm. Als die Mauer gefallen ist, war ich 11, 12 ungefähr. Und ich habe zwar auch schon mehrere Filme über die DDR gemacht, aber in diesem Film, finde ich, erzählt er eine Atmosphäre, erzählt von den Künstlern in der DDR, die Kunst um ihrer selbst willen machen und nicht um damit Geld zu verdienen. Und ich bin halt in diesen Kreisen groß geworden und deshalb ist es für mich auch ein sehr persönlicher Film, weil er etwas beschreibt, wo ich auch nicht mehr zurück kann, wie der Titel eben schon sagt. Ein Land, das es nicht mehr gibt. So, also das ist auch schon, da ist bei mir auch ein bisschen Wehmut dabei, weil ich kann da eben nicht mehr hin zurück, das Land meiner Kindheit. Und dieser Film lässt den noch mal so, ja, lässt es noch mal so lebendig werden. Und wir haben jetzt schon ein paar Kinotouren hinter uns. Und das war auch jedes Mal so berührend, weil so viele Leute gesagt haben, daran erinnere ich mich. Und das ist so verschütt gegangen. Man hat so viele Jahre, hat man es vielleicht auch versteckt, weil vielleicht auch viel Scham dabei war, dass man eben ein Ossi ist und versucht hat, sich anzupassen. Und deshalb ist es jetzt besonders berührend, dass jetzt nach so vielen Jahren diese Geschichte genau so erzählt wird. Der Film ist, ich habe den gesehen und ich fand den auch sehr, sehr großartig. Und ich glaube, jetzt wollen auch sehr viele ZuschauerInnen auch mitbekommen, wie der Film ist. Wir schauen uns kurze Einblicke in den Film. Sag mal, Kleine, freiwillig bist du aber nicht hier, ne? Nee. Jetzt piepst du immer nicht so rum. Was? Nee, nein. Was soll das werden? Kunst oder was? Krieg mal. Sollst hier in die Ecken sollst du Löcher bohren. Klar? Jetzt schicken Sie das Mädchen zu mir, damit ich dir die extra Verstabchen mache. Dann veranstalten wir so ein Theater. Was soll denn das? Machen wir einfach mal eine kurze Pause mit unserer sozialistischen Erziehung. Hm? Jetzt werden wir noch mal eine Case. Geht mal. Das sind ja wir. Geht mal. Die Zeitschrift Sibylle, die gab es wirklich. Mhm. Lag sie auch bei euch zu Hause? Ja, lag bei uns zu Hause rum. Ja. Und wir haben auch, also bei uns gab es immer eine Nähmaschine und es wurden halt immer Schnitte nachgenäht, ne? Bei uns gab es ja nichts, wie man so schön gesagt hat. Und wenn wir nochmal, wir haben ja Ausschnitte gesehen, aber was ist genau die Geschichte im Film? Es ist zuallererst die Geschichte der Regisseurin. Also es ist nach einer wahren Begebenheit. Sie wurde mit einem Aufnäher erwischt, den man in der Öffentlichkeit nicht tragen durfte und musste dann sozusagen in die Produktion, eben Strafarbeit machen durfte, kein Abitur mehr machen durfte, eben nicht studieren. Und wurde dann
zufällig während einer Fahrt in der Straßenbahn wird dieses Mädchen von einem Fotografen fotografiert und landet auf dem Titelbild der Sibylle und versucht dann noch einen anderen Weg zu finden außerhalb der Fabrik. Aber im Grunde geht es in dem Film um das Thema Freiheit und was man bereit ist, dafür zu zahlen. Ja. Ich habe selbst die DDR nicht erlebt. Ich kenne es jetzt durch Filmen oder wenn ich darüber was lese. Lernst du immer wieder was über die DDR, wenn du über die DDR drehst? Ja, auf jeden Fall. Was war dieses Mal, wo du sagtest, okay, du hast ja vorher viel erzählt, wie das berührt hat. Was hast du diesmal gelernt? Ich habe mir vor Beginn der Dreharbeiten Dokumentationen angesehen, Frauen in der DDR. Da gab es eine ZDF-Dokumentation, eine dreiteilige, die war wahnsinnig interessant. Weil, also ich damals als Kind habe den Begriff Feminismus, habe damit nie was anfangen können, gab es irgendwie nicht. Ich bin halt mit starken Frauen groß geworden und Ich kannte auch keine Hausfrauen. Ja? Das waren einfach Frauen, die gearbeitet haben, die Kinder großgezogen haben, die unabhängig waren, die, wenn die Beziehung nicht funktioniert hat, hat man sich getrennt. Und die haben halt immer angepackt, haben immer aus der Not versucht, immer sofort wieder was Neues zu schaffen und sich gegenseitig zu unterstützen. Und ich glaube, je mehr ich sozusagen den Blick von außen noch mal auf das damals werfe und nicht aus der Sicht des Kindes, erzählt es einfach auch mehr von meiner eigenen Geschichte und den Menschen um mich herum. Ich merke, du bist total drin und du hast auch, also man merkt, ich habe ja den Film gesehen und was für eine unglaubliche Rolle, gute Rolle meiner Meinung nach du gespielt hast. Aber jetzt verstehe ich da jetzt auch alles viel mehr, wenn ich jetzt auch mit dir rede. Wie bereitest du dich auf so eine Rolle vor? Auch immer ganz unterschiedlich. Kommt immer drauf an. Also das Wichtigste ist, ich lese das und das macht was mit mir und es setzt Fantasien frei und ich will mehr über diesen Menschen erfahren. Also es gibt schwierige Zugänge und es gibt welche, wo ich das, wo dann gleich so eine Lust entsteht und sofort Bilder. Also es ist immer ganz unterschiedlich und bei Gisela war das so, die war ja natürlich auch super geschrieben, die ist ja auch Dauerwelle. Ja, das stand ja nicht drin. Das haben wir gesucht und als wir es gefunden haben, war irgendwie klar, das ist Gisela mit der Dauerwelle. Aber vom Wesen her, die war einfach super geschrieben. Also die war lustig, warmherzig, also ein großes Herz und in die habe ich mich schon beim Lesen verliebt. Also. Und Thema Mode war ja im Film ganz, ganz groß. Und wenn wir heute, wer sich im Osten für Mode interessierte, hatte die Sibylle zu Hause damals. Aber natürlich hat auch das DDR-Fernsehen gezeigt, was modisch angesagt war. Im Film mit meiner Gästin Jördis Triebel ging es um die Mode der 80er Jahre. Wir schauen jetzt noch weiter zurück. Modekiste 76. Kramkiste für Fantasievolle. Oder gut sortierte Programmvorschau der neuen Konfektion. Die Mode ist überall ein wunderbar Ding. Mit einem Paukenschlag in puncto Farbe kündigt sich die Freizeit- und Strandbekleidung an. Viele Variationen in der Bademäntelgestaltung. Sie reichen vom praktischen Cape, das auch als Liegedecke benutzt werden kann, bis hin zur bleibenden klassischen Form. Was halten Sie von der heutigen Mode? Ach, ich finde sie ganz verrückt. Wie finden Sie die heutige Mode? Schrecklich. Schrecklich. Muss unbedingt mitgemacht werden. Na, mir hat der Minirock an sich ein bisschen besser gefallen. Das sagen viele Männer. Wollte Sie fragen, was halten Sie von den langen Röcken, die Mädchen dazu haben? Ja, ganz lang ist auch nichts, ne? Weil diese Temperatur und so. Ne? Die Mode gefällt mir ganz gut, bloß sie müsste mal eine Weile so bleiben und sich nicht dauernd verändern. Mode und Wind wechseln geschwind. Da steht er nun, das arme, einsame Stiefkind der Mode. Aber auch für ihn wird 76 gesorgt. Hemd und Trenchjacken in abgewandelten Formen, Stoffen und Dessins werden bevorzugt.
Und als vorherrschende Hosensilhouette 76 wird hüftschmal und am Oberschenkel gerade fallend angegeben, mit einer Fußweite von 58 bis 62 cm. Na denn, Männer, auch wir können optimistisch in die Modezukunft schauen. Und denken Sie daran, Mode ist, was man selbst trägt. Altmodisch ist, was die anderen tragen. Tschüss. Alles klar, dann wissen wir Bescheid. Toll. Inspiration geholt? Hat dir was gefallen? Also super. Also das ist ja genau das, wovon ich auch spreche. Dass der Blick auf den Osten ist halt ein Einheitsgrau. Aber das, also so habe ich es nie erlebt. Das war bunt. Man hat sich halt alles selber genäht. Man hat Stoffe gebartigt. Also, und das war, also es war wild und bunt und toll, ja. Und wenn ich das sehe, also die Frauen sahen doch super aus. Also die Männer, das war ein bisschen schrecklich gerade. Ich habe mich inspirieren lassen. Also ich weiß nicht, ja? Die nächste Woche. Nee, bitte Woche. Nicht. Okay, dann bleibe ich so. Du hast mit 16 eine Schneiderlehre angefangen, jetzt zum Thema Mode. Was hat dich inspiriert, wenn wir das jetzt sehen? Ja, aber das war eher eine, wie sagt man, eine Not, aus der Not geboren, weil ich wollte, ich habe in der 11. Klasse die Schule abgebrochen und wollte eigentlich auf die Schauspielschule direkt. Und war 16 beim ersten Vorsprechen und da haben die gesagt, noch ein bisschen jung, geh mal arbeiten und dann kommst du im Jahr wieder. Und dann habe ich Arbeit gesucht und dann konnte ich halt so eine Schneiderlehre in einer Schneiderei machen, die aber auch gleichzeitig für soziale Einrichtungen Klamotten geändert hat oder was genäht hat. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich das jetzt. Aber es war nur... Das hat dich jetzt nicht so beeinflusst, wie du dich dann angezogen hast. Weil, soweit ich informiert bin, warst du Punk, als du jung bist? Ach, na ja, ja, ein bisschen so, als mich abzugrenzen von meiner Umwelt, von meinen Eltern, war ich mal eine Weile Punk. Wie kann ich mir das vorstellen, Jördis als Punk? Also ich habe mir nie die Haare hier abgeschoren und nach oben, das habe ich nicht gemacht. Aber ich hatte eine Hose, die war so, also die sah eigentlich aus, als wäre sie verschimmelt. So eine Schlaghose. Die war so grün-schwarz, wirklich schrecklich. Weite T-Shirts mit so einem großen A, Antifa. So bin ich immer rumgerannt. Und die Haare knallrot gefärbt und so. Echt knallrot? Ja. Von was wolltest du dich abgrenzen? Was wolltest du sagen, nee, das bin ich nicht, das will ich nicht? Ja, das ist eben ein bisschen schwierig. Also ich komme eigentlich aus einer Künstler-Hippie-Familie. Also ist eigentlich der Punk gar nicht so weit. Ne? Eigentlich hätte ich richtig gleich Spießer werden müssen. Aber ich glaube, das kam, ich bin im Prenzlauer Berg groß geworden und die Zeit nach der Wende war einfach geprägt von großer Unsicherheit. Also die Schulen wussten ja erst mal jahrelang nicht, was sie unterrichten sollten und so. Es war einfach für unsere Generation, war das damals ein großes Schwimmen. Wir hatten nicht so wirklich Vorbilder oder so und wir haben dann, haben immer im Park gesessen und dann Schule geschwänzt und irgendwie alles, ist eh alles egal und so. Und gibt es heute, gab es auch damals so etwas, wo du sagst, nee, modisch geht das gar nicht? Naja, ich würde ja sagen, Socken in Sandalen. Aber mir wurde ja gesagt, dass es jetzt wieder total in ist. Ja, es ist total in. Oder man sagt so, das ist jetzt so typisch deutsch. Wenn du im Urlaub bist, siehst du ja manche Leute mit Sandalen und genau. Socken. Aber es ist total in, weil man jetzt sich dadurch ein bisschen abgrenzt. Ja, aber so Männer auch mit so kurzen Hosen, dann Socken und Sandalen. No. Also ich finde es einfach, nee. Und bei Frauen oder etwas, wo du selbst sagst, nö, das ziehe ich nicht an, das mag ich nicht? Naja, bauchfrei würde ich jetzt nicht mehr tragen. Aber ich finde es schön, aber ich meine, ich kann es, also nee, das würde ich jetzt nicht mehr tragen. Nicht mehr? Naja, nee, irgendwann sollte man bestimmte Sachen auch nicht mehr tragen. Wie zwei Zöpfe an der Seite sollte ab 20 auch nicht mehr sein. Ach so, echt? Nein. Obwohl ja heute alles ja okay und möglich ist. Aber wir haben trotzdem auch viele Leute gefragt, was ist für Sie das allerletzte in Sachen Mode? Also das allerletzte ist für mich wirklich die Kombi aus Boxershorts mit Tennissocken. Auch nicht zu Hause? Geht gar nicht. Ist zu viel Bein bei Männern. Kaputte Hosen, also beziehungsweise mit Löchern. Geht nicht. Das allerletzte ist, wenn Leute Hemden mit so ganz kurzen Ärmeln tragen. Am besten noch Hawaii-Hemden. Aha. Es sei denn, es ist wirklich auch Hawaii. Dann geht's. Ich sehe manchmal die Leute, die haben Sachen an,
Die Farbe passt nicht zusammen. Gestreift und kariert. Das finde ich schrecklich. Also das allerletzte wäre für mich, wenn jemand Hosenträger trägt und am besten noch mit einer Kordhose. Das ist einfach nicht lustig. Schlecht sitzende Jeans. Ist klar. Wenn eine Jeans ist, dann möchte man schon den Popo sehen, nicht? Und nicht irgendwas Hängendes. Hinten meine ich jetzt. Ich gehe an die Seiten einkaufen. Meistens macht das meine Frau von mir, für mich. Und dann hat sich das. Ach so, und dann kommt das dabei raus, ja? Ja. Ich mag nicht, wenn die Leute so schlampig angezogen sind. Ich muss sagen, wir sind jetzt hier in der Oper zum Ring des Nibelungen. Und wenn die, vor allem muss ich sagen, Amerikaner, die wir sehen, natürlich, im T-Shirt daherkommen, das ist für mich das Allerletzte. Hose in den Socken finde ich auch ganz schrecklich. Machst du das noch? Nee. Hose in den Socken, geht gar nicht. Wie, so ist der rumgelaufen? Ja. Das Allerletzte, was ich finde, wenn die Leute, bevor sie das Haus verlassen, nicht noch mal in ihren großen Spiegel gucken. So wie Schneewittchen. Um zu kontrollieren, wie gut sie oder wie schlecht sie aussehen. Wir wissen Bescheid, ne? Vorher im Spiegel schauen und dann erst raus. Aber was auch ganz schlimm ist, sind, wenn Männer diese, wie heißen die, diese ganz eng anliegenden Hosen anhaben. So skinny-mäßig. Och, das ist furchtbar. Ganz eng. Das ist ganz schrecklich. Warum? Naja, nee. Weil das geht ja dann meistens so. Das, nee. Ja, nee. Also ich habe noch keinen Mann gesehen, bei dem es gut aussah. Oder? Mick Jagger vielleicht. Okay, nur aber bei ihm. Nur bei ihm. Und was ich weiß aber, was du magst, ist Spiele spielen. Mensch, ja. Ärgere dich nicht. Wir haben schon ein bisschen damit angefangen. Und spielst du das öfters? Willst du weitermachen? Oder? Ich will weitermachen und ich will auch gewinnen. Achso, bist du eine schlechte Verliererin? Ja, ich verliere nicht gerne. Also meine Kinder lasse ich gewinnen natürlich. Dann sage ich immer, es macht mir nichts aus. Aber also du hast jetzt eine Eins. Eine Eins ist... Genau. Und spielt ihr öfters zu Hause mit den Kindern? Oder? Ich mache auch Spielabende. Entschuldigung, hat einen Frosch im Hals. Spielabende mit Freunden. Ich habe ein Sechs. Oh nee. Doch, ich kann jetzt richtig weiter. Und jetzt nochmal. Noch eine 6. Okay, was mache ich jetzt? Jetzt musst du entweder den bewegen oder. Ich kann nicht einen neuen reinholen, ne? Das kannst du nicht. Leider. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und habt ihr dann auch, kannst du dich erinnern, auch in der Kindheit so Spiele gespielt? Ja. Wie sah so ein Abend dann aus? Also, ich darf noch mal. Bist du jetzt schockiert, weil ja, ich jetzt gewinne? Ja, ich habe jetzt richtig schlechte Laune. Nee, spiel ruhig. Mach deine Sechsen. Ich guck dir dabei zu. Nee, genau so sah es auch aus, als ich ein Kind war. Also, ich konnte schlecht verlieren. Dann habe ich schon mal das Brett hochgeworfen. Oh nein, so weit kommen wir nicht. Ich hoffe, ich kriege keine 6. Okay, ist ein 5. Alles ist gut. Nur eine 5. Das kann ja weitergehen. Dann mache ich weiter. Richtig 1, 2, 3, 4, 5. Dankeschön. Und jetzt? Und wenn du dann mit deinen Kindern spielst, wie ist es dann? Sagen sie, Mama, lass uns gewinnen oder lässt du sie gewinnen? Oder? Nee, jetzt langsam nicht mehr. Jetzt reicht's auch. Ich habe eine Rede von dir gesehen, als du die Lola bekommen hast. Und da hast du deiner Mama gesagt, Mama, danke, dass du mich so immer ernst genommen hast und dass du auch mich unterstützt hast. Ich habe mich dann gefragt, genau, wir sehen das Bild. Wie bist du als Mama? Boah, eigentlich müsste das meine Kinder fragen. Ich würde sagen, liebevoll und streng. Wie verstehe ich nicht? Naja, ich habe zwei Jungs, da muss ich schon knallharte Grenzen ziehen, ne? Und andererseits aber zeige ich denen, wie sehr ich sie liebe und dass ich sie ernst nehme. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was ich denen mitgeben kann. Und dass ich denen Geborgenheit gebe und dass sie wissen, dass ich immer für sie da bin, egal was passiert. Und schauen Sie heute zu? Eventuell. Vielleicht. Das heißt, wenn du nach Hause kommst, werden sie fragen, werden sie sich freuen, das, was du gerade gesagt hast? Ach, ich glaube, die zocken eher. Die zocken? Ja. Zockst du mit? Nee, irgendwie habe ich da nie den Zugang zu gefunden. Also kein Gaming oder Ähnliches? Interessiert mich überhaupt nicht. Aber du bist mit den Kindern, bist du öfters unterwegs bei Fridays for Future, wenn es so Proteste gibt, richtig? Ja, ist ja auch wichtig. Und Thema Nachhaltigkeit ist dir einfach in dem Fall wichtig, dass du das auch mit den Kindern gemeinsam teilst? Oder sagen sie, Mama, komm doch mit? Nee, also dem Großen ist es jetzt peinlich, dass, wenn ich mitgehen würde. Ne? Das möchte er jetzt nicht mehr. Aber Nachhaltigkeit ist bei uns auf jeden Fall ein Thema.
Und wie übt sich das im Alltag aus? Achtest du auf Sachen? Sagst du, ich fahre jetzt kein Auto oder Energiesparen? Was tust du konkret? Genau, jetzt besonders ist es halt wichtig, Energie zu sparen und nicht überall Licht anzulassen und die Heizung auszumachen, wenn wir sie nicht brauchen. Und manchmal teilen wir uns auch das Badewasser. Und vor allen Dingen kein Badewasser teilt ihr euch? Ja. Okay. Darf um einfach niemand, zu sparen. Darf aber niemand reinpullern. Dann gehe ich da also nicht wie im Schwimmbad oder Nein. im Meer. Ja, weil das ist natürlich auch heute ein Thema. Okay, das ist natürlich heute auch ein Thema, denn Licht ist immer noch an. Ein bisschen Licht gibt es ab heute Abend in Berlin wieder. Das Festival of Lights startet in diesen Minuten. Auf der einen Seite schöne Bilder, auf der anderen Seite Thema Energie. Besuchst du? Willst du es besuchen mit den Kindern? Nee. Willst du hingehen? Ich finde es auch echt nicht in Ordnung. Ich denke auch, das hat man wahrscheinlich lange geplant, aber man hätte genug Zeit gehabt, etwas anderes zu finden. Also ich finde, in diesem Jahr sollte man das einfach lassen. Auch wenn es Touristen anlockt. Aber wie der Herr da schon gesagt hat, also wenn die normalen Leute, die eh kaum Geld haben, um das alles bezahlen zu können, sparen und dann wird sowas gemacht, weil es dann doch also den Grund gibt, dass Touristen ins Land kommen, finde ich das einfach, geht nicht. Und warst du letztes Jahr oder warst du normalerweise, bist du schon, ja. wo du sagst, ich schaue mir das an, aber dieses Jahr wird das halt nicht der Fall sein? Nein, weil da sind einfach andere Sachen gerade wichtiger. Also. Was dann auch natürlich dann auch Prioritäten hat so für dich genau. in dem Moment. Genau. Priorität hatte auch damals für dich, dass du eine sehr berühmte Schauspielschule besucht hast. Ja. Die Enzbus-Schule. Ja. Du hast gesagt, das war einer deiner schönsten Tage, als du angenommen bist. Hm. Warum? Weil ich wollte schon immer Schauspielerin werden, schon als ich ein kleines Kind war. Keine Ahnung, warum. Immer. Warum? Ich bin mit den DDR-Märchenfilmen groß geworden und wollte einfach immer ein Teil davon sein. Ich fand es so toll, dass es eine Welt gibt, wo man einfach alles sein kann, was man will. Und wo man vielleicht, also das habe ich erst dann später gemerkt, einfach auch alles, was in mir ist, worüber ich nachdenke, ich beobachte ja auch gerne Menschen und so, all die Gefühle, ich kann die da lassen und kann mit anderen Künstlern zusammen etwas schaffen. Und ich weiß nicht, diese Welt des Kinos und des Theaters, damit bin ich groß geworden und wollte immer ein Teil davon sein. Mhm. Und ich wusste einfach, dass die Ernst Busch ist einfach die beste Schule. Und ich habe in vielen anderen Städten dann auch vorgesprochen, aber eben mit 16 Schule abgebrochen. Ich werde Schauspielerin und gehe an die Schule. Und dann war es erst mal sozusagen, dass ich jetzt noch mal ein Jahr warten musste. Anders arbeiten und dann bist du noch mal aber gekommen. Dann mit 17 und dann, das war einfach, jetzt geht's los. Und dann kamen die 4 Jahre Schauspielstudium. Also dann... Das ist ja kein, also, ne? Dann hat man die Aufnahmeprüfung geschafft, aber dann geht ja dann die Arbeit. Dann war es nicht mehr so der glücklichste Tag eventuell, oder? Nee, es ist halt harte Arbeit, also wirklich harte Arbeit. Das denkt man immer gar nicht. Ich hatte ja auch gedacht, das ist wie der Film Fame und dann tanzt man die ganze Zeit, alles ist super. Genau. Aber ja, so dachte ich es mir auch, ihr kommt so rein und dann tanzt ihr auf dem Flur. Natürlich. So habe ich es mir vorgestellt. So, nicht so, ne? Manchmal schon. Man hat ja, also das Tolle ist, dass das ja ein bunt gefächertes Studium ist. Ne? Man hat Tanz, man hat Akrobatik, man hat Fechten, Stimmtraining, Schauspielstudium, Schauspielunterricht und Pantomimenunterricht. Also es ist schon Wahnsinn, was man dort... Und hast du noch Kontakt zu zum Jahrgang, zum gleichen Jahrgang oder dem Jahrgang danach oder davor? Weil man ist ja im Kontakt. Ja, zum Beispiel die Jungs von Warten auf den Bus sind alle von meiner, also sind beide von meiner Schule, noch von damals. Echt von damals? Ah, da sind sie ja. Ja, genau. Echt von damals noch? Ja, also Ronny war... Und Felix waren ein Jahr unter mir. Ja, die Serie ist sehr beliebt, auch hier in der Region. Dass ihr auch gleich ein Foto davon habt, finde ich. Ja, natürlich. Toll. Wir sind vorbereitet. Wir freuen uns, dass du heute hier bist. Und wir haben auch was gemacht. Wir haben die Ernst-Busch-Schule besucht, um zu schauen, wie es denn heute ist. Okay. Denn die Ernst-Busch ist eine Institution, hat viele, viele Stars und exzellente SchauspielerInnen hervorgebracht. Und die nächste Generation steht schon in den Startlöchern. Und vielleicht sind sie die ganz großen Stars von morgen. Der Weihetempel der deutschen Schauspielkunst.
Antonia Wiedemann und Dominikus Weilede gehören an der Hochschule Ernst Busch zu den jüngsten Talenten in einer hochkarätigen Ahnenreihe. Doch bevor es vor das große Publikum draußen geht, spielen sich die Schüler gegenseitig vor. Wir schauen uns gerade die Wahlrollen an vom zweiten Studienjahr. Und wir haben heute quasi den ersten Tag, morgen kommt der zweite Tag. Morgen spielen wir. 4 Jahre dauert das Studium hier. Zurzeit gibt es über 200 Studierende. Und neben Schauspiel kann man hier auch Regie, Dramaturgie, Bühnentanz und sogar Puppenspiel erlernen. Eine ehrwürdige Institution. Die Wurzeln reichen weit über 100 Jahre zurück. Für ihren großen Auftritt morgen haben Antonia und Dominikus ein Stück in bayerischer Mundart ausgewählt. Ein Heimspiel, denn die beiden kommen aus Bayern und sind für die Kunst nach Berlin gezogen. Ein Schritt, der auch Angst macht. Am Anfang war das irgendwie noch stärker, dass ich persönlich irgendwie dann so Momente hatte, wenn irgendwie ein Vorspiel nicht so geklappt hat oder so, dass ich mir dann so Sorgen gemacht habe, ja okay, bin ich hier wirklich richtig? Ist es das, was ich wirklich immer machen sollte? Oder? Aber vielleicht sind das auch die Momente, wo du am meisten daraus gelernt hast. Bestimmt. Stimmt. Vor Publikum zu stehen und sich im Scheinwerferlicht zu präsentieren, das verlangt auch Antonia und Dominikus einiges ab. Schauspieler zu sein bedeutet eben oft auch im übertragenen Sinne, sich auf der Bühne nackig zu machen. Spielst du die Ratte in Rutzenjagd? Da ist gar kein Spiel. Nee, ich will eigentlich nur ins Berg rein. Es gibt ja immer dieses Klischee, dass man hier so auseinandergebaut wird wie so ein rostiger Motor und was weiß ich und man gebrochen wird. Das ist, glaube ich, völliger Quatsch. Aber ich glaube, man darf nicht vergessen, wer man selbst ist und was man hier mitbringt und warum man das macht. Man braucht diese eigene Motivation und man darf nicht zu so einem perfekten Technik-Schauspieler-Wesen werden. Nein. Ich habe halt in meinen Wagen angeschaut und habe gesehen, dass eine Sache ist, verstehst du? Und eine Sache ist eine Sache, da kannst du nichts zu ändern. Auch wenn es viele Absolventen der Ernst Busch Schauspielschule ganz nach oben geschafft haben, ein Selbstläufer ist die Karriere auch nach dieser Ausbildung nicht. An dir ist Abfall! Hallo, ich sehe, das ist ein Schachtfeld an Kosmetik, an dir noch meine Hose! Halt! Endlich, der dreckige Bosch! Ja, gibt's doch zu, deine Hose nicht echt! Falsch. Also, ich glaube... Ich mach mal weiter. Ich glaube, danach schwimmt man halt erstmal weiterhin in diesem Haifischbecken der SchauspielerInnen und KünstlerInnen. Man ist ja da nicht, also natürlich gibt's Leute, die sind danach automatisch an einem guten Theater oder werden für einen Film entdeckt und das ist der Karrieresprung. Aber man muss immer, das hat sich noch nicht gegeben, man muss sich immer weiterhin anbieten, man muss immer Castings machen, Agenturen, an Theatern vorsprechen, so. Besonders am Anfang, wenn man halt noch sehr jung ist und das gerade erst begonnen hat, dieses Schauspielerleben, dann muss man sich einfach immer wieder anbieten. Ich glaube, was auch unterschätzt wird oft, wenn man sich jetzt nicht so in dieser Theaterwelt bewegt, ist, dass es einfach Arbeit ist. Also es ist nicht so, dass man quasi entdeckt wird, wie das vielleicht früher so war. Ich weiß es nicht, ich kenne mich nicht ganz aus. Aber es ist einfach harte Arbeit, ein gutes Produkt entstehen zu lassen, also sowohl Theater als auch Film. Dominikus träumt von einer Filmkarriere. Antonia zieht es aktuell mehr auf die Bühne. Wer weiß, vielleicht sehen sie diese beiden Gesichter in Zukunft ja häufiger. Ja, vielleicht sehen wir sie auch hier bei uns im Studio 3. Kann ja auch sein. Würdest du noch mal mit den Schauspielerschülern tauschen? Würdest du sagen, das würde ich gerne jetzt noch mal auch erleben? Wenn ich in dem Alter wäre, ja, aber dann würde ich im Ausland Schauspiel studieren. Warum? Weil ich dann gleich eine andere Sprache lerne, weil es heutzutage viel internationaler ist. Ne? Also das würde ich machen. Dann würde ich nicht mehr in Berlin bleiben. Und wenn du jetzt an den Anfangstage, also du hast die Schule hat sich ja verändert, es sind nicht mehr die gleichen Räume. Nein, wir waren in Schöneweide in so einer Bruchbude, was aber auch ganz schön war, weil wir waren wirklich unter uns. Ne? Da gab es halt nichts und jetzt ist die ja... In Mitte, im Zentrum. Und siehst du, dass die jüngere Generation jetzt anders ist, anders an die Schauspielerei rangeht? Oder schaust du, sagst, nee, wir sind noch ähnlich, weil es gibt ja immer so einen Generationswechsel. Mhm. Verändert sich was? Ich glaube, die neue Generation ist einfach kritischer und vielleicht auch zum Teil selbstsicherer, glaube ich. Mhm.
Und ich weiß, dass ich einfach auch immer noch, also immer noch und auch damals eine unglaubliche Demut hatte vor dem Beruf und auch vor den älteren Schauspielern. Also und ich, nee, ist ein bisschen anders. Also wenn ich zum Beispiel, also wenn ich mit älteren Schauspielern, Theaterschauspielern drehe, die zum Teil schon über 70 sind, die nie meckern, wenn es jetzt kalt ist oder unbequem und dass sie jetzt warten müssen, sondern die haben eine Arbeitsmoral, die gibt es so heute nicht mehr. Heute ist man einfach dran gewöhnt. Also ich möchte jetzt hier bitte eine Wärmejacke und das Sofa ist jetzt auch nicht gemütlich genug. Die jammern nie. Und die sind super vorbereitet, die können immer ihren Text. Also das ist schon was ganz anderes. Du arbeitest zurzeit sehr viel. Die Kaiserin in Netflix, neue Kinofilm. Und auch Babylon Berlin. Genau, Babylon Berlin. Die Premiere war ja vor 10 Tagen. Was ich mich frage, wie schaltest du ab? Wann sagst du, das ist mir zu viel, ich schalte ab? Und wie? Kommt immer auch wirklich ganz auf die Arbeit an, ne? Also bei Dark zum Beispiel war ja auch eine Netflix-Serie. Es hat mich emotional schon sehr gefordert. Musste ich mich auch wirklich sehr schonen danach und wieder so zu Kräften zu kommen. Aber womit schalte ich ab? Ich mache gerne. Das ein Haus in Brandenburg. Genau. Ist das da, ja, die in, Natur in der auf Region? Jeden Fall. Ja. Mhm. Aber auch Sport, mache viel Sport, Freunde treffen, Spieleabende. Sowas. Halt so ganz normale Sachen, die gar nichts mit dem Beruf zu tun haben. Schaffst du auch zu sagen, ich schalte jetzt total und. Ja, auf jeden Fall brauche ich auch. Du wohnst ja in Friedrichshain. Ja, aber nicht jetzt die Adresse sagen. Nein, selbstverständlich nicht. du wohnst in Friedrichshain, mhm. Aber bist du dann am Wochenende in Brandenburg? Bist du dann so mit den Bewohnern unterwegs? Kennst du sie oder bist du dann wirklich so... Denn es ist ein Dorf, das ich schon seit meiner Kindheit kenne. Mein Onkel wohnt da. Und vor ein paar Jahren war endlich mal ein Bungalow frei. Mhm. Und genau, sonst war ich auch immer da. Also ich kenne die ganzen Dorfbewohner. Das ist auch das Schöne. Also ich muss mich da nicht mehr sagen, hallo, ich bin zwar aus Berlin, aber hallo, sondern bin mit denen groß geworden. Das ist unglaublich schön. Und was ich manchmal erlebe, ist, dass viele Schauspielerinnen oder Schauspieler, die auch bei uns hier sind, die wohnen in der Stadt und dann häuft sich das, dass sie wirklich dann ganz woanders auch noch mal so einen Abstand nehmen. Ist es nötig, wenn man den Beruf macht, dass man dann wieder so zur Natur, wo gar nichts los ist? Ja, weil also das teilweise, man ist ja immer mit so vielen Menschen zusammen, man muss sich extrem konzentrieren. Ja. Man wechselt sehr oft die Orte. Schläft in Hotelzimmern, organisiert zu Hause aber noch die Kinder oder nimmt sie mit. Also es ist einfach so ein permanenter Dauerstress, dass dann die absolute Stille und das Nichtreden und die Natur sich mal wieder so zu erden und so unglaublich wichtig ist. Alltagshelden im Alltag, die man selten manchmal Danke sagt, aber vielleicht ist jetzt eine Möglichkeit, wirklich Danke an sehr viele Alltagshelden, die das möglich machen, dass vieles funktioniert, aber dann doch nicht so sichtbar sind. Ne? Ja, vor allem die Bedingungen dahinter, ne? Unter denen die arbeiten und so und wie, ja, wie wenig Geld sie verdienen dafür, was sie da tun. Ne? Ja. Das, was mich berührt hat, als sie gesagt hat, 20 Kinder sind vorbeigekommen, nur einer hat Danke gesagt. Oder Hallo gesagt. Hallo gesagt. Ja. Ne? Hast du in der Serie fährst du ja auch Bus, bist du dann einen Linienbus gefahren? Hast du ein Praktikum oder eine Probe gemacht? Oder? 2 Fahrstunden hatte ich. Tatsächlich? Ja, auf so einem Parkplatz. Das war sehr interessant. Also erstmal macht es total Spaß, weil es wahnsinnig gemütlich ist. Der ist halt so gefedert und dann sitzt man da so drin und so. Das macht wahnsinnig Spaß. Was halt total schwer ist, was ich immer üben musste, war, ich musste ja so eine Wendeschleife immer fahren. Und dann? Die Achse ist halt weiter hinten. Ne? Da denkt man immer, man fährt jetzt gegen die Wand und dann muss man aber erst lenken. Aber Jodis, ich könnte noch die nächsten 3 Stunden mit dir sprechen, aber und spielen, wir kommen zu Ende spielen. Und spielen. Wir spielen auf jeden Fall noch mal weiter. Vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Es war wirklich eine große, große Freude.